ersten Video. Wir haben heute den Raised in Cheap und sind zu Gast in der Pipe Lounge in Duisburg und ja, haben uns gedacht, mal laden wir ein bisschen und erzählen euch mal hier ein bisschen was darüber. Was habt ihr im Schnitt? Eine Sofortigkeit? Schnitt, schnittlich und wieder eingeblendet. Ja, Schnitt und wieder rot bis Mitte. Und dann würde ich sagen, ja, wenig Äste, wie üblich bei den Abschluss, die wir jetzt schon hatten, wo das wird eigentlich ein bisschen verfügen lassen will. Aber das stört sich, um die Köpfe zu bauen. Das ist eigentlich wunderbar. Zum Geruch können wir sagen. Geruch, ich habe da eine süße Traube drin. Mit einem sehr schönen Eiseffekt. Ich würde sagen, keine Minznote. Sondern wirklich nur so eine Eiseffekt. Die ist so nicht wirklich das Künstliche. Sondern nur so den Unterton. Aber ihr habt da auf jeden Fall ziemlich eine natürliche Traube drin. So eine schwarze. Und ja, ich würde sagen, ist minimal geht den chemischer rein. Aber auf jeden Fall ansprechender und auch geschmacklich. Richtig gut. Für eine Traube Minze ist das wirklich auf einem hohen Niveau. Ja, würde ich auch sagen. Der ist sehr, sehr intensiv, wenn er den raucht. Der ist, geht vom Geruch her nur minimal runter von der Intensität her. Ist auf jeden Fall ansprechend, wenn er den raucht. Und der hält auch ziemlich lange im Mund. Sag doch mal ein bisschen mehr dazu, dann ist ja so der Traube zu finden. Ja, genau. Traubenminze, wenn man jetzt die Traubenminze von 7 Days, die wir ja auch schon mal vorgestellt haben, finde ich sogar die von Anpasso sogar besser, ja. Weil sie intensiver ist als die von 7 Days. Und man hat auch beim Drehen immer noch die Traube wirklich im Mund. Es kühlt leicht durch die Methodennote, die ich habe. Der kühlt sehr schön runter, also ja. So ein bisschen bis zum Glauben. Ich würde sagen, es sind alles beim Augenbaum. Perfekt. Ja, das ist eigentlich ein kleiner Sommertabak, kann man sich auf jeden Fall anschaffen, wenn man wirklich gern kaum Minze raucht. Oder man nicht wirklich Hass und Zulegen. Ihr seht hier vier Kohlen und der läuft wunderbar im Tonkopf. Der verbrennt sich, der kratzt nicht, da macht er kein Drücken oder so. Ja, genau, bei Traubenminze habt ihr ja manchmal das Problem, dass er ein bisschen drückt und so. Aber hier habt ihr, der sieht sehr, sehr gut aus. Ja, wir können auch nicht von der Rauchentwicklung sagen, das ist bombastisch. Ja. Hier wirklich der Verlöffel noch echt gut. Die Rauchentwicklung ist richtig dicht. Man kann wirklich wunderbar mit dem Rauch spielen, kann Ringe machen, kann Zitate machen, kann man Rain machen, alles was man will. Da hat man kaum Verlust. So Intensivität kann man sagen, wie bei den Anatapsus kann man locker haben, das ist anderthalb Stunden draußen, 90 Minuten, vielleicht sogar mehr. Also will kann man sogar auch vorher nachholen. Es wird kaum an Geschmack. Ja, zum Fazit von der Hasso-Reihe können wir jetzt noch sagen, jede verfickte Sorte schmeckt geil. Ich weiß nicht, was ich da abgerissen habe, aber alles wunderbar. 200 Gramm, 14,90 Euro. Und da könnt ihr nicht, habt ihr keinen Klobus oder so. Ihr habt wirklich, egal welchen ihr da drin von auswählt, ihr habt einen geilen Tabak. Jeder schmeckt, das ist Wahnsinn. Und ich freue mich, was Hasso mit nächster Zeit noch machen wird. Ja, wir freuen uns wirklich auf den nächsten, vielleicht neue Tabak-Sorten. Wir werden demnächst auch in Stuttgart in der Rebel Lounge sein. Außerdem werden wir in Köln im Rebel Cheetah Shop sein. Sowie auch in Duisburg. Also da werden wir Hasso ein bisschen weiter verfolgen, euch ein bisschen mehr darüber preisgeben und vielleicht auch ein paar Sachen erfahren, was so in Zukunft da ansteht. Ja, da kann man auch noch sagen, ist unsere Facebook-Seite und unsere Instagram-Seite verlinkt. Wenn ihr da mal vorbeischaut, vielleicht folgt, würde uns das sehr freuen. Ja, was würde man noch sagen? Ein Abo dalassen auf YouTube. Übrigens danke für die 200 Abos, die wir jetzt haben. Und ja, Daumen hoch geben. Würde uns auch noch freuen. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.